Hallo Andi, hier ist Benjamin und ich wollte eine Videoantwort machen. Und analog zu deinem Loadout möchte ich das gleiche tun, auch für eine 2-3 Tagestour ausgelegt. Ich fange am besten mal mit der Kleidung an. Ich setze auf Wolle, hier ist ein Wollvlies. Und jetzt mache ich da hinten weiter. Die Überjacke ist auch aus Wolle von Rustuff. Dann habe ich 2 Paar Wollsocken. Wenn man länger wandert, sollte man 2 Paar anhaben, ein enges anschließendes und ein weiteres, damit man keine Blasen kriegt. Von Icebreaker habe ich die lange Unterwäsche und Wollstulpen. Dann habe ich als zusätzlichen Layer quasi dort noch ein Nierengurt und als Kappe einfach eine normale Kappe und auch nachts so eine Wollkappe. So, dann gehen wir hier so im Bereich EDC, Handy, Portemonnaie, da ist jetzt das leichtere Wallet, eine Powerbank, einen kleinen Kugelschreiber, dann haben wir hier mein Schlüsselbund. Ein Armreifen, eine Taschenlampe. Und jetzt gehe ich mal rüber hier zur Übernachtung. Also den Schlafsack, das ist auch so ein 3-Saison-Schlafsack. McKinley hatte ich auf der Fahrradtour dabei. Der Inka 2,30 m x 80 m. Der ist mir vielleicht ein Tucken zu lang, aber dann packe ich halt unten überflüssige Kleidung rein und so um die Füße rum. So, Hängematte nehme ich gerne mit, aber mehr so am Tag, um mich mal kurz auszuruhen, wo es keine Sitzbank gibt. In Wirklichkeit nutze ich das Sandwich-Prinzip von Joe, da gehe ich mal hier rüber. Und zwar ist das eine Baumarktplane, die wird ausgerollt, dann kommt die Isomatte da rein und der Schlafsack drauf und dann wird diese Baumarktplane wieder zugeklappt. Und das ist dann wie ein Biwak, das funktioniert ganz gut. Das funktioniert auch bei Regen und Wind, hatte ich auf der Regentour. Apropos Regen, hier ist Heavy Duty Regenponcho, der so ab Schulter offen ist seitlich. Ich habe eine Regenhose. Der Rucksack wird mit dem alten Regenschirmcover, was meine Frau mir genäht hat, überstülpt. Aber das Cape, das geht ja auch drüber über den Rucksack. Ich habe Gamaschen. Hier, das sind Rainlegs. Wenn es nur mal so Schauer ist oder so, die helfen schon ganz viel, weil man da drin nicht so schwitzt wie in so einer Regenhose. So, Küche. Auf der Radtour hatte ich den Trangia Sturmkocher, eine ganz tolle Sache. Der wiegt zusammen mit meinem selbstgemachten Kochtopf inklusive mit dem Rußdeckel und dem Deckel und dem Trangia-Einsatz wiegt der 440 Gramm. Also ganz, ganz ordentlich günstig dafür, dass man eben bei Sturm und so weiter hier sich einen guten Liter Wasser kochen kann. Wenn ich nicht den Trangia nehmen würde, dann wäre das der Holzvergaser von Ansel, Flexida oder wie auch immer. Ich probiere aber auch in letzter Zeit hier mein kleines zusammengestelltes Kochset aus. Das geht dann in Richtung Leichtgewicht. Da ist alles drin, auch der Windschutz ist drin. Das ist ein Hobo. Hier ist 1/2 Liter Spiritus. Da passt auch der Trangia, wie gesagt, rein. Dieser Hobo hier mit Windschutz, mit allem und allem zusammen, passt sogar in die zweite Seitentasche vom Rucksack. So, ich habe hier nochmal demonstrativ, weil das ist gerade unten in Gebrauch als Wäscheleine, habe ich so richtig robustes. Ja, es ist kein Paracord, es ist auch kein Seil dazwischen irgendwas. Da habe ich 20 Meter, die würde ich mitnehmen. Zusätzlich die beiden, eben um das Tarp. Die Baumarktplane, die nehme ich auch als Tarp, dann auszudehnen, wenn man zum Beispiel bei Regenwetter tagsüber sich trocken setzen will.
und sich eine Mahlzeit kochen. So, apropos Mahlzeit. Ich habe hier so ein bisschen aufgeschichtet. Da käme jetzt noch hinzu Müsli, weil statt Milch nehme ich Sojadrink oder Haferdrink. Das hält sich 2, 3 Tage auch so. Auf der Fahrradtour haben sich Hirse, Buchweizen, Couscous und so weiter haben sich sehr bewährt. Thunfisch, Obst unbedingt. Zusätzlich habe ich hier noch Trockenobst, Nüsse, ja, Datteln und so weiter. Das ist eine tolle Sache. Ich koche sehr, sehr gerne mit Zwiebeln und Karotten. Dann einfach nur, weil es sehr, sehr leicht ist, diese Yum-Yum-Nudel-Sachen. Dabei eine kleine Flasche Öl habe ich hier. Wasser nehme ich die 1,5 Liter. Da muss ich halt dann doch relativ häufig immer auffüllen, jede Gelegenheit, wo es gibt, auffüllen. Dann habe ich ein Erste-Hilfe-Set. In dieser kleinen Tasche habe ich eine Seba-Med-Seife, die also auch funktioniert für ein Kopfwaschen. Zahnbürste und so weiter, sieht man alles. Als Messer meiner Wahl habe ich das von Joe. Da kann man dann auf dem stumpfen Ende auch gut was kratzen. Oder eben Brot streichen am stumpfen Ende. Jetzt neuerdings der, aber ich nehme auch gerne einen Holzlöffel. So, und noch, weil es manchmal vielleicht ganz angenehm ist, nicht nur Wasser zu trinken, den Tee. Jo, das war's. So, jetzt geht es darum, das muss alles da rein. Es passt auch rein. Und dann steige ich auf die Waage. Einmal mit Rucksack, einmal ohne Rucksack. Und dann weiß man, was die Differenz ist und was das alles wiegt. So, fertig gepackt. Könnte man sicherlich ein Packvolumen noch komprimieren. Ging mir jetzt darum, dass es schnell geht. Jetzt nehme ich das alles in die Hand und das auch in die Hand und wiege mich einmal mit und einmal ohne das alles barfuß. Und die Differenz wird es dann zeigen. Hoffentlich wird das keine große böse Überraschung. So, einmal barfuß. 76,9. So, das habe ich hier alles über dem Arm und in der Hand. Da sind wir bei 75,5. Also ich bin insgesamt unter 18 Kilo. Mit Schuhen, mit 3 Tages Essen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen sich viel anhören, aber man muss bedenken, ich habe halt 1,5 Liter Wasser dabei. Ich habe Thunfisch für 3 Tage dabei, 5 Stück Obst, Karotten, alles dabei. Die Schuhe, wiegt mal eure Schuhe und tut das nochmal mit dazu. Und was ich jetzt nicht dabei habe, ist Stöcke. Ich bin bis jetzt ohne Stöcke ausgekommen. Ich habe aber auch noch nie eine 3-Tages-Wanderung gemacht. Ich weiß es nicht, ob man dann nicht die doch vielleicht braucht. Ich habe das jetzt alles gepackt, ausgehend von der Fahrradtour, die ich gemacht habe. Bei schlechtem Wetter und bei wirklich großer Kälte. Ich denke, das wäre nochmal abspeckbar, aber egal. Also 18 Kilo mit allem drum und dran. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare habt oder meint, wo man was noch abspecken kann, dann sagt es ruhig. Ah, ich habe 2 Kochsysteme dabei für eine 2-Tages-Tour, wo ich einfach nur heiß Wasser mache und mir ein Porridge oder eben eine Hirse oder so mache, dann könnte ich auch das große System weglassen und den Spiritus weglassen und alles. Oder wenn ich eine wirklich 3- oder 4-Tages-Tour mache, dann würde ich das kleine Set komplett weglassen. Aber das ist jetzt mal so das Maximum mit allem drum und dran für 3 Saison. Und tschüss.